Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge, ja, haben wir nichts erreicht, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen die Läden aufgeballert, ein bisschen aufgelevelt, die rahmschwarzen Federn hier abgegeben. Ist ein Gegenstand? Nö. So, und ja. Ich würde sagen, heute sind wir mal ein bisschen produktiver. Ich habe mir in den Ereignislisten ja nachgeguckt. Und mir sind direkt zwei Quests aufgefallen, die wir vielleicht schaffen könnten. Weiß ich nicht. Die hier könnte ich sogar schaffen, weil da müssten wir nach Kanbala. Zugang zum Monopland, genau. Das mit dem Schweininchen. Das habe ich nämlich schon mal irgendwann offscreen gefunden. Zwar sehr, sehr lange vor diesem Part und neugierige Elise. Hä? So Leah, it was just you and Jude for a while, huh? Pretty much. Did you cook for him? Yeah, sure. And anything else? Like what? Elise, if you have something you want to say, come say it to me straight. You're the one who needs to be telling it straight. Nothing happened, okay? Nothing at all. Boring. That's too bad. You'll get him next time. Damn it, Elise. What the? I can't believe you had Tipo bad cop me like that. Mann, Elises Blick. Elises kalte Schulter. Oder was auch immer. Ich suche. Wo war das Schweininchen nochmal? Ich sammle natürlich alles noch auf dem Weg hier rein. So nebenbei. Ich meine nämlich, warte mal. Wir sollen doch auch im Monnhochland Monster erledigen. Für diesen einen Typen. Hier. Schalte die Bedrohung im Monnhochland aus. Also, die Monnhochland ihr Unwesen treibt. Ja, da sind wahrscheinlich jetzt nicht normale Monster. Sind jetzt hier bestimmt markierte Leute. Zu Soldaten? Nee. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Schwein nochmal ist. Das war irgendwo auf der rechten Seite. Ich bin da irgendwo mal drüber gestolpert. Entschuldigung, ich meine Schweininchen natürlich. Habe ich Schwein gesagt? Ich meine natürlich Schweininchen. Und ja, warum ich nicht aufgenommen habe und es gezeigt habe und mitgenommen habe und so, war ganz einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht in Kanbala reinkommen konnte. Es war so irgendwie danach, nachdem wir geflüchtet sind aus der Stadt. Ja, das war natürlich ein bisschen unpraktisch. Das habe ich natürlich auch nicht aufgenommen. Da ist es. Na? Da bist du ja. Du bist die Hauptattraktion der Hochzeit, was? Ja. Das Mittagessen. Tut mir leid, die Braut bat mich, dich zurückzubringen. So, dann gucken wir uns noch mal im Monnhochland um. Nach irgendeiner Bedrohung. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich darunter verstehen soll. Das ist bestimmt so eine Ansammlung von Gegnern irgendwo. Muss ich die Augen offen halten? Oh, ich habe doch keine Ahnung. Ja, schon wieder was, ist mir egal. Weg. Jetzt sehe ich hier nichts Auffälliges. Catching, außer mich. Wie ich hier nur rumgehe und alles ausplündere. Oh. Aber ganz ehrlich, werde ich wahrscheinlich offscreen irgendwann mal suchen. Und jetzt gehen wir nach Kanbala. Zum Monnhochland. Und gehen wir Schweine. Warte mal, kannst du mir mal Informationen geben vielleicht? Ich bin auch die Monster bei so in stummen Höhlen in der Mitte des Monnhochlands. Ach, in den stummen Höhlen. Ich dachte, dann haben wir noch eine Questband. Okay, dann gehen wir gleich dahin. Damit wir wieder viel erreichen in diesem Part. What the? Ach so, hoppsala.
Hier ging es zum Tempel? Wo ist das denn? Bin ich doch gar nicht. Ich möchte hier zur... Wer auch immer das nochmal war. Irgendeine Frau. Vermisst ihren Schinken für die Hochzeit. Du. Du. Hab ich gebracht, Schweinchen. Ihr habt es gefunden. Vielen, vielen Dank. Ist doch ordentlich so drüber und aber wie sich herausgestellt hat, nackt Familie meist blubben gar kein Schweinchen falsch. Was ist ging echt um sowas? Ich hab jetzt einfach nur. Anstatt zu braten, wird es jetzt als Haustier bei uns leben. Und hast du mal Glück gehabt, du Schwein. Wir können jetzt immer noch essen, sollte ein Notfall eintreten. Ja, als Notfallration. Weiße Hasenohren. Auch, oh, wir haben schon lange nicht mehr hier. Zeugs ausgerüstet. So, aber wir gehen jetzt erstmal nach. Ja, Kanbala. Nein, Verliese. Und zwar. Wie ist er nochmal? Stille Dingens? Stillen Höhlen? Ich guck, nee. Doch. Oder? Ich weiß es nicht, deswegen gehe ich lieber so. Njum, njum, njum. Und natürlich nehmen wir wieder alles mit, was hier rumliegt. Ist man doch noch schaffen in diesem Part, oder? Mehr habe ich mir nicht vorgenommen. Wenn wir zu schnell fertig werden, dann müssen wir in der Story weitermachen und... Ja, das schaffe ich nicht mehr heute. Also, nein. Geh weg. Ich stoppe nicht. So, da. Okay, waren die Gegner nicht voll überlevelt? Obwohl, wir müssten ja jetzt eigentlich stark genug sein. Ne? Das erste Mal, als wir hier waren, wollte ich, da waren wir bestimmt 10 Level runter. Jetzt müssen wir ja alles schaffen. Ach, da. Stehen schon so auffällig. Warte mal. Gerücht. Noch mal zum Futtern. Njum. Om, nom, nom, nom. Und direkt in den Kampf reingeballert. Und schon wieder eine andere Kampfmusik. Geil. Schön. Schön. Dritte Kampfmusik, also pro Kapitel würde ich jetzt mal so tippen. Komm, lass mal uns Zeit. Und die sind schon tot. Was? Das, upsala, das ging schnell. Wir haben ja neue Kampfmusik. Geil. So, Kollege. Ihr seid echt gut. Ich danke euch. Und dank euch haben wir unser Ziel ohne Zwischenfälle erreicht. Das Militär von Ao Jul hofft, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir die Schwachen beschützen. Was meinst du mit dabei? Wir haben alles gemacht. Okay. Dann, nein. Was gibt's denn noch hier so für den Quest, die man nicht... Gibt den Hinein? Also... Entschuldigung. Begib dich nach Finnmund. Ach, da ist die Hauptquest. Also gehen wir jetzt doch nicht zu Eiber, oder was? Nehmen wir eigentlich Pedant. Okay. Gedichte und Wörterbücher. Rosa und niedlich, die aus den Schatten agieren. Mutter und Kind, ja, keine Ahnung. Wäre eine kurze Folge. Ja. Kann ich ja noch machen hier in dem Part. Ich bin so verloren. Bin überhaupt nicht vorbereitet. Schauen wir uns ein bisschen um, wie der Lakatosee-Hafen. Wie jeder ist keine Quest. Irgendwas. Oh Gott, ja, stimmt, hier sind wieder ruhig. Aha. Peinlich. Nur die Grillen.
Nee, kann ich nicht. Also, wo können wir noch hin? Gibt es denn noch was Schönes? Sollen wir mal dieses Viech mit den Waffen im Körper versuchen? Nee. Oh, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Nee, nicht nach Fenmund. Gehen wir nach Hammel. Hammel. Und dann würde ich sagen, ich beende den Part hier frühzeitig. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Danke. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.